Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, das passt man uns Bronzebolzen und gar nicht dran gedacht, dass ja wir selber hier Bolzen herstellen. Dann nehmen wir uns jetzt einmal 20 mit und werden wir die mal vergiften. Ich hoffe natürlich, dass wir das Gift auch da haben. Also ist gar nicht, wo haben wir denn das G wie Gift? Da ist einmal nichts. Aber da haben wir es. Aber ich brauche mal zweimal. Und dann müssen wir hier mal schnell in die Kräuterhütte. Das sollte ja da sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Kräuterhütte, da haben wir es schon. Und natürlich hier mal 20 herstellen. Weil dann können wir wieder auf Tour gehen. So mit unserem einen Bronzebolzen hier. Wären wir natürlich nicht glücklich geworden. Jetzt haben wir wieder genügend. Nur mal schauen, dass die dann auch dementsprechend zugewiesen werden. Haben wir denn? Einfache Bolzen haben wir nicht. Genau, ansonsten haben wir hier alles gut. Die Armbrust ist natürlich dann schon bald hinüber. Schauen wir mal ins Lager schnell rein. Das schaue ich jetzt doch mal, bevor wir uns hinlegen. Schnell mal ins Lager rein. Naja, da haben wir noch eine Eisenarmbrust. Ja, okay, jetzt haben wir hier 19,5 Kilo dabei. Also ein bisschen was können wir beim nächsten Mal dann an Erz aufnehmen. Müssen wir unbedingt holen. Jawohl. Schönen guten Abend zusammen. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Ja, du scheinst hier Sweet zu tun. Dir geht's nicht so gut, oder was? How can I help you? Na, was ist das für eine? Ach, der ist im Stall. Okay. Der pflegt die Esel. Stimmung 6. So. Passt alles. Gute Nacht. Schlafen wir jetzt gleich mal bis zum nächsten Tag. Alles gut, Blanka. Guten Morgen. Und hier der Leopold. Können wir mal hier reinschauen? Schauen wir doch mal zu den Leuten rein. Was ist denn hier der Leopold? 7 ist er. Okay, und gut drauf. Da hat er auch schon einigermaßen gute Werte. Jawohl, das passt. Haben wir denn hier jemand, der hier frei rumschwirrt, ohne Aufgabe? Nee, alles Kinder. Noch Namen. Ach, hier sieht man Bevölkerung, 50 und davon 27 Arbeiter. Okay. Jawohl, Gebäude kann man auch etliche basteln. Ah, der Esel steht noch vorn. Jetzt schaue ich mal kurz wegen einer Hacke, Spitzhacke haben wir. Okay. Da reiten wir jetzt gleich mal nach oben und holen ein bisschen Erz. Mal auf dem Weg dahin irgendwelche Banditen rumeiern. Jo. Da scheint nichts zu sein. Das wäre auch so eine Stelle, wo ich gern mal sitzen. Ich glaube auch hier links eventuell, ist aber auch wahrscheinlich nichts. Okay. Und
Ich glaube auch, das Materiallager müssen wir noch reparieren. Reparieren müssen. Ah, da hinten. Okay. Brauchen wir nur ein paar Stöcke. Nehmen wir einfach mal ein paar auf. Den Rest können wir dann wieder reinlegen. Okay, da passt es hier wieder. Ja, haben wir denn eine Fackel? Einfache Fackel. Hätten wir denn hier auch noch eine? Okay. Nehmen wir vorsichtshalber eine mit, nicht, dass wir hier wieder im Finstern dann rumeiern. Nee. Ah, auf 6. Steine lassen wir natürlich da. Am besten alle. Mal zurück. Ah, diese Violen sind wahrscheinlich übrig geblieben von unserem Vergiften der Pfeile. Ja, ich wollte ja eigentlich noch was anderes machen. Das werde ich dann mal nach der nächsten Folge oder nach Ende der Folge mal machen und hier mal die ganzen Technologiepunkte irgendwo in der Tabelle schreiben, damit man ungefähr mal sieht, was für einen Fortschritt wir da haben. Dass man ungefähr sieht, was hier sich tut. Dass man hier dann ungefähr abschätzen kann. Mein, das wird noch lang dauern, also man sieht es ja jetzt schon. Hier glaube ich, das nächste wäre dann der Marktstand. Das wäre natürlich dann schon mal auch ein super Fortschritt, wenn dann mehr oder weniger die Sachen automatisch verkauft werden. Okay, Salz nehmen wir nicht mit.
Bronzespitzhacke ist wirklich klasse. Da brauchen wir hier nicht alle 5 Minuten eine neue, wie es damals beim Anfang hier mit der Steinspitzhacke. Das war natürlich schon eine nervige Sache. Okay. Okay. Können wir noch eine Runde drehen. Schauen wir mal wieder, wie viel wir schon haben. Nehmen wir noch mit. 10 Ader. Schaut jetzt da aus. Kupfer, 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 Kupferbahn 19. Ja, Kupfererz haben wir jede Menge. Ja, und auch da tut Zinn. Am Zinn fehlt's ja. Jo. Gehen wir hier noch eine Runde, würde ich sagen. Schauen wir mal hier nach hinten. Also ich wäre dafür, dass diese abgebauten Sachen wie da, das wir immer da gelassen haben, irgendwann verschwindet. Schreibe ich vielleicht einmal ins Forum rein. Dann glaube ich, könnte man sich auch Speicherplatz sparen. Huch, zack. Okay. Jo, da hat die eine Fackel doch noch ausgereicht. Aber das ist kein Problem. So, jetzt schauen wir noch mal zu dem Kupfer. Ja, Kupfererz. Aber Kupferspeer könnte man irgendwann mal auch verkaufen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 30 Zinnerz. Okay, dann würde ich sagen, reite ich jetzt mal zurück ins Dorf und melde mich wieder, wenn ich im Dorf bin. Bis gleich. So, jetzt stellen wir gerade die letzten Zinnbahnen her, damit die dann hier wieder weiterarbeiten können. Ja, Zinnbahnen sind tatsächlich Mangelware. So, Zinnbahn. Und jetzt sollte das hier wieder passen. Schmiede. Genau, da geht es hier weiter. Jetzt können wir es wieder Bronzebahn herstellen und dann auch Bronzemesser. Schauen wir mal hier kurz rein. Ist denn mit unserem Bronzemesser? Ja, da haben wir jetzt genügend. Da haben wir jetzt genügend. Bronzehacke vielleicht. Da haben wir nur eine. Okay. Da haben wir nur eine. Also.
nächstes Mal zurück. Und hier dann Brose Hacke. Alles klar, hat ja auch schon einen gewissen Fortschritt. Mal ein paar Tage hier ein paar Brosehacken herstellen. Hin und her. Jawohl, und da geht es jetzt weiter. Können die auch gleich hier anfangen zu fertigen. Schauen wir uns mal den Rest an. Also gut, jetzt bei den Jägern, da werden wir einige Zeit jetzt kein Problem mehr haben. Was ist da in der Scheune? Säckchen fehlt. Okay. Säckchen fehlt, das ist blöd. Leder haben wir 20. Da könnte man vielleicht einmal auf die Schnelle jetzt zwei einfache herstellen. Stellen wir mal schnell zwei einfache her, damit die weitermachen können. Okay, und dann schauen wir mal hier rein. Da müsste doch jetzt dann langsam aber sicher sich da auch was tun. Jetzt einmal das Einfache ist jetzt drin. Lassen wir mal kurz laufen, ein paar Sekunden. 1, 2, 3. Okay. Okay, das holen sie sich dann wahrscheinlich noch. Okay. Stroh fehlt. Jo. Was ich noch. Schauen wir jetzt einmal. Ne, da können wir hier bei der Technologie ja schauen. Schauen wir jetzt mal. Das wäre das hier: Leder- und Leinengewebe. Schauen wir mal, ob die das sowieso in der Näherei herstellen. Aha, würde sie herstellen, aber Leinengewebe fehlt. Aber Leinengarn müssen wir ja haben. Schauen wir mal, Leinengarn. Oh, genau. Da werden wir jetzt mal 10 vielleicht oder 15. Wenn dann Säule, die durch 2 teilbar ist. Ich glaube, da brauchen wir immer 2. Ja, hier ist die Näherei. Keiner zu Hause. Ja, und dann müssen wir natürlich mal schauen. Weil wir haben ja jetzt unsere Lämmer, ob die dann mal Wolle geben. Und da glaube ich, mache ich jetzt einen kleinen Zeitsprung, bis das Ding hier fertig ist. Jo, einige Minuten später, dann haben wir unsere Leinengewebe fertig. Alles klar. Ich danke sehr. Legen wir natürlich gleich hier rein und dann kann ich wieder Säckchen herstellen. Dann können die auf jeden Fall wieder säen. Genau, 16 mal hier rein. Jetzt schauen wir mal nochmal hier rein, da soll es bei der Scheune jetzt schon besser vorwärts gehen. Genau, erstmal das hier, das passt ja noch. Gut, da fehlt ja überall das Stroh, das ist klar jetzt. Lassen wir mal einfach dabei und genau, da werden jetzt auch wieder Säckchen hergestellt, also eins am Tag. Also wollte ja hier noch reinschauen in die Tierscheune. Genau, jetzt haben wir hier wieder Säckchen.
Jawohl, das passt. Im Moment. Genau, jetzt zum Abschluss schauen wir auch nochmal uns die Felder an. Da ist gesät, das passt. Das passt. Da ist nichts im Moment. Hafer. Da arbeiten sie gerade noch. Aber haben wir noch einen Tag Zeit? Genau, die Früchte sind geerntet. Und da würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal hier an, was wir hier technologiemäßig noch kaufen können oder was man uns noch leisten sollte. Okay, alles klar. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.